Willkommen in Le Castellet. Von der anderen Seite des Atlantik kehren wir für den großen Preis von Frankreich 2019 zurück. Der Circuit Paul Ricard, Hausstrecke von Rennlegenden wie Alain Prost, wurde letztes Jahr nach 3 Jahrzehnten wieder in den Formel-1-Kalender aufgenommen und sorgte direkt in Runde 1 für ein spannendes Duell zwischen Valtteri Bottas und Sebastian Vettel und letztendlich für einen eindrucksvollen Sieg von Lewis Hamilton. Was erwartet uns wohl in diesem Jahr? Eine Runde auf Paul Ricard zu meistern bedeutet, dass man über eine Gesamtstrecke von 5,8 Kilometer fährt und 15 Kurven kennenlernen muss. 6 nach links und 9 nach rechts. Die beiden Hälften der langen Mistralgeraden werden von einer harten Bremszone unterbrochen, die in einem möglichen Überholpunkt bei der Chicane Nord, also der nördlichen Chikane, mündet. Man muss jederzeit auf Fahrer achten, die über die charakteristischen farbigen Streifen fahren, die wenig Haftung besitzen und deren Oberfläche sehr rau ist. Beim heutigen Rennen wird uns Stefan Römer begleiten. Schön, dich zu sehen. Was denkst du über das Rennen und wie sind die Bedingungen auf der Strecke? Um ehrlich zu sein, sieht es dort draußen ein bisschen kalt aus. Die Reifen haben einen relativ beschränkten Betriebsbereich, wenn es um die Temperatur geht, bei der sie den besten Grip haben. Wenn die Strecke kalt ist, ist es wesentlich schwieriger, die Temperatur hochzuhalten, wodurch Grip verloren geht und dadurch vielleicht mehr Fehler entstehen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Richter startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Verstappen, Gasly, Valtteri Bottas und Magnussen, Vettel, Perez, Leclerc und Carlos Sainz Jr. Raikkonen, Hülkenberg, Lucas Weber und Butler, Grosjean, Norris, Lance Stroll und Daniel Ricciardo. Russell und Alexander Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. This is our engine supplier's home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. Gut, los geht's. Mit dem Rennen. Und dann wollen wir natürlich die nächsten Sieg holen. Mal schauen, ob wir hier den 8. Sieg in Folge holen. So. Wir gucken, ob wir vorne bleiben können und so ein bisschen direkt schon absetzen können. Das wäre natürlich das Idealste. Aber mal schauen. Scheiße.
Schlecht weggekommen. Geil, wenn du dann noch abgeschossen wirst, fast. Genau, ich habe verursacht. Start. Mann. Wird so schwierig werden, hier was zu holen. Ja, dann geh halt vorbei. Jetzt kommen wir zumindest ein bisschen weg vom Rest des Feldes. Aber die zwei Jungs da vorne, die müssen wir noch irgendwie kriegen. We're coming in this lap.
Das Gelb irgendwo. Ricciardo, okay. Aufgeben werde ich das Ding hier noch nicht. So, schnell in die Box, bis wir sie nutzen können. Vorbeikommen, dann können wir vielleicht das Ding noch gewinnen. So, mal gucken. Das könnte knapp werden. Thank you.
Ja, tatsächlich kriegt der auch noch wieder das. Der ist, wenn ich ja vorbei, nicht vorbeikomme. Einer von meinem ehemaligen Team. Und wir sind wieder vorne. Vier Runden noch. Ein bisschen mehr Eis sparen. Feierwünschen. Reduce ERS deployment.
So, wieder ein bisschen wegkommen. Zwei Runden noch. Sich jetzt ein bisschen wehren gegen den. So, ich muss wieder ein bisschen sparen. Vorletzte Runde. Gut, hier kommt nicht ran. So, oh, ist das knapp. This is your final lap of the race. Letzte Runde. So, ist noch eine Runde entfernt. Vergiss es. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Sehe vorbei danach. So, eine Kurve noch. Der war knapp. You worked hard for that one. Congratulations.
Eine wunderbare Leistung heute von McLaren. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich denke, es war deutlich, dass der Hauptfaktor auf der Strecke die Geschwindigkeit war. Es klingt nach einer furchtbar vereinfachenden Aussage. Aber schnelle Autos gewinnen Rennen, Heiko. Und das haben wir heute bei unserem Sieger gesehen. Während die Fahrer sich auf das Podest begeben, kann man annehmen, dass McLaren heute Abend ordentlich feiern wird. Glückwunsch an alle im Team. Sie haben sich den Sieg gesichert und bewiesen, dass sie auf der Strecke ein ernstzunehmender Gegner sind. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Interessante Frage heute. Alles in allem würde ich Alexander Albon nominieren. Ein wirklich solides Rennen von ihm heute, auf das er und sein Team stolz sein sollten. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. McLaren baut den Abstand an der Spitze aus. In der Zwischenzeit konnte Red Bull ein starkes Wochenende verzeichnen und die Position in der WM verbessern. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Gut. Sie darüber. Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Lucas ist in diesem Rennen durch das Feld geflogen. Was ist sein Geheimnis? Genau das. Klasse, das war dann alles. Glückwunsch zum Treppchen, das hast du dir verdient. Auf den letzten Runden haben wir in der Boxengasse ganz schön geschwitzt. Und du hast uns die Platzierung nach Hause gefahren. Also akzeptieren wir das ursprüngliche Angebot? Ja. Wenn du damit zufrieden bist, dann wäre die Sache natürlich geklärt. Jedoch glaube ich, dass wir beim nächsten Mal... Ich würde sowas in der Art empfehlen. Gut. Dann haben wir das auch durch. Und dann machen wir Feierabend vor der. Sehr wahrscheinlich zumindest. Ja. Und dann haben wir als nächstes Österreich. Wunderbar. Bis dann.